Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Wir testen heute das Samsung Galaxy Note 3 Neo. Das ist ein 5,5 Zoll Display SmartLED von Samsung. Wir vergleichen das auch mit dem großen Bruder, dem Samsung Galaxy Note 3. Wünschen euch viel Spaß mit dem Test und jetzt geht's los. Das Note 3 Neo hier links kommt in einem relativ simplen Karton. Wir haben nochmal hier die Verpackung des großen Bruders, des Note 3, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Vom Lieferumfang her unterscheiden sich die beiden aber gar nicht. Ich packe das Note 3 Neo einfach mal aus einer Verpackung. Hier ist schon das Gerät. Schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen in Ruhe an. Zunächst kümmern wir uns mal um den Lieferumfang. Da sind zunächst einmal Kurzanleitungen, Garantiehinweise, was man so braucht. Dann haben wir ein Headset mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Das schauen wir uns später auch nochmal genauer an. Dann gehört zum Lieferumfang außerdem noch ein Micro-USB-Daten- und Ladekabel, der dazugehörige Adapter für die Steckdose zum Aufladen des Gerätes sowie Adapter für verschieden große Ohren, die zum Headset gehören. Der Lieferumfang des Neo 3 ist damit absolut identisch zum großen Bruder, zum Note 3. Die einzelnen Kabel und auch das Headset sind genau die gleichen, wie wir es vom großen Bruder kennen. Das Note 3 Neo sieht, wie man sieht, auf dem ersten Blick schon fast genauso aus wie das Note 3. Ehrlich gesagt habe ich beim Auspacken überhaupt gar keinen Unterschied erkennen können. Auch die Rückseite ist nahezu identisch. Man sieht vielleicht hier anhand der Kamera, dass es dann eben doch ein anderes Gerät ist. Ansonsten von der Wertigkeit her wirklich eigentlich genauso gut. Auch von den Abmaßen her sind die Unterschiede eigentlich viel geringer, als man vielleicht vermuten mag. Das große Note 3 hat ja ein 5,7 Zoll Display, das Neo hat ein 5,5 Zoll Display. Dementsprechend ist das Neo halt ein wenig kleiner in der Höhe und in der Breite. Das fällt aber wirklich nicht so richtig ins Gewicht. Auch die Bautiefe ist mit 8,3 zu 8,6 mm. Das Neo ist halt ein kleines bisschen dicker, aber wirklich nicht der Rede wert, der Unterschied. Wenn man diese beiden Geräte nacheinander an der Hand hält, fällt einem das wirklich eigentlich gar nicht weiter auf. Auch bei den Bedienelementen gibt es kaum Unterschiede zum Note 3. Hier beim Neo sehen wir auf der Unterseite das USB-Kabel. Das ist allerdings auch schon wirklich eigentlich der einzige Unterschied. Ich halte nochmal das Note 3 dazu in die Kamera. Hier haben wir beim Neo einen USB 2.0 Anschluss. Hier beim Note 3 ist es ein USB 3.0 Anschluss. Ansonsten alles beim Alten. Wir haben hier den internen Lautsprecher. Hier ist der Stylus, der S Pen. Den hole ich mal aus seiner Verankerung heraus. Es ist wirklich absolut derselbe Stylus und auch die Funktionen, die sich mit diesem Eingabegerät bedienen lassen, sind exakt die, die wir vom Note 3 schon kennen. Was haben wir noch? Wir haben hier an der Seite den An- und Aus-Knopf und den Knopf, der zur Displayverriegelung dient. Auf der anderen Seite die Lautstärke-Wippe. Auf der Oberseite finden wir hier den Anschluss für das Headset. Und auf der Frontseite finden wir eine physikalische Home-Taste. Auch die hat man glücklicherweise beibehalten und natürlich die beiden Android-Tasten zurück und Menü. Die Hauptkamera auf der Rückseite des Neo ist eine 8-Megapixel-Kamera im Vergleich zu der 13-Megapixel-Kamera des größeren Note 3 wurde hier also tatsächlich ein wenig gespart. Wie gesagt, man sieht es auch, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Geräte. Die Frontkamera, kann man hier vielleicht noch erkennen, ist wiederum identisch. Das ist eine 2-Megapixel-Kamera, die sich auch beim größeren Modell findet. Genauso wie die Benachrichtigungs-LED hier, die kann man jetzt nicht erkennen. Aber auch da wurde glücklicherweise nichts weiter geändert. Das Gewicht des Neo 3 beträgt exakt 162 Gramm. Das sind genau 5 Gramm weniger als beim größeren Bruder. Also auch das eigentlich fast identisch. Die Außenabmaßen auch sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier in der Höhe 148 mm. In der Breite sind es 77 mm. Und wie gesagt, die Gehäusetiefe beträgt beim Neo 8,6 mm. Kommen wir nochmal zum Display en Detail.
wie man hier, na, wahrscheinlich kann man das nicht so richtig erkennen, ich habe jetzt beide Geräte hier auf volle Leistung gestellt, aber man kann schon dort einen kleinen Unterschied erkennen. Das Display des Neo 3 ist nämlich nicht ganz so leuchtstark wie das des größeren Bruders. Ansonsten gibt es auch bei der Auflösung einen Unterschied. Das Note 3 kommt mit Full HD Auflösung, also 1920x1080 Pixeln, und das Neo muss sich mit einem einfachen HD Display, sprich 1280x720 Pixel, begnügen. Das ist sicherlich ein kleiner Nachteil. Ich muss allerdings sagen, ich habe das Gerät jetzt eine Woche lang täglich genutzt und mir ist dieser Unterschied nicht so wirklich aufgefallen. Liegt vielleicht auch daran, dass das Display geringfügig kleiner ist, sodass quasi diese Auflösung nicht so stark ins Auge fällt. Ja, von den PPI-Werten her gibt es natürlich dann auch einen rechnerischen Unterschied. Das Neo 3 kommt auf 267 PPI, das ist die Pixeldichte, und das Note 3 kommt auf 388 PPI. Der Display-Typ ist wiederum bei beiden Geräten identisch. Das ist nämlich ein AMOLED-HD-Display. Und ja, wie gesagt, wir haben eigentlich bei beiden Geräten uns erfreuen können an einer guten Ablesbarkeit. Und auch bei Sonnenlicht geht das Neo, wenn man es auf volle Display-Stärke steht, eigentlich völlig in Ordnung. Einen weiteren Unterschied gibt es bei der verbauten CPU. Bei dem Note 3, bei dem älteren Modell, dem größeren, war das ja noch ein Qualcomm. Eine Qualcomm-CPU, ein Quad-Core. Prozessor mit 2,3 GHz. Hier wurde beim Neo, beim Note 3 Neo tatsächlich ein wenig gespart. Im Inneren ist verbaut eine CPU von Samsung selbst. Die nennt sich Exynos. Das ist ein 6-Kern-Prozessor, wobei für die Hauptaufgaben 4 Kerne benutzt werden, die nur mit 1,3 GHz getaktet sind. Auch beim RAM wurde ein wenig gespart. Hier beim Neo sind es 2 GB RAM, beim größeren Bruder sind es 3 GB RAM. Wie gesagt, von der Wertigkeit her, ich betone das nochmal, haben mir beide Geräte sehr gut gefallen, eben auch das günstigere Gerät hier. Es hat auch tatsächlich, wie man erkennen kann, diese schöne angeraute Oberfläche, so ein bisschen im Lederstil gehalten ist. Das Ganze ist ganz gut, weil es relativ fest auch auf Oberflächen, auf glatten Oberflächen liegen bleibt. Und ja, wie gesagt, von der Wertigkeit her eigentlich kein Unterschied zwischen den beiden Geräten. Kommen wir zur Inbetriebnahme des Samsung Galaxy Note 3 Neo. Das gestaltet sich eigentlich identisch zum Schwestermodell. Wir haben hier einen Slot für die Micro-SIM-Karte. Hier, diese kleine Micro-SIM-Karte kennt man ja auch von anderen Handys, die mittlerweile genutzt werden. Schiebe ich hier hinein. Darüber kommt die optionale Micro-SD-Karte. Die ist nicht im Lieferumfang dabei, lohnt sich aber, weil das Note 3 Neo nur mit 16 GB intern Speicher geliefert wird. Das Note 3, das größere Modell, hat noch 32 GB. Da lohnt es sich also schon, in eine Micro-SD-Karte zu investieren. Ja, zu guter Letzt der Akku, der mitgelieferte. Wir haben hier eine Kapazität von 3100 mAh, also nur 100 mAh kleiner als beim Note 3. Zur Akkulaufzeit ist allerdings zu sagen, dass diese sehr, sehr gut ausfällt beim Neo. Wir haben tatsächlich hier Werte gehabt, die wir noch bei keinem anderen Handy gemessen haben, zumindest nicht dieser Leistungsklasse. Wir haben nämlich bis zu 10 Stunden im laufenden Betrieb das Gerät nutzen können und damit kommt das Neo 3 oder das Note 3 Neo, so heißt es ja richtig, auf ja, fast die doppelte Laufzeit des größeren Bruders. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade im praktischen Gebrauch. Hat uns sehr gut gefallen. Hier im Akkudeckel hat sich der NFC-Chip versteckt, genauso wie beim Note 3. Akkudeckel auflegen, funktioniert auch wie bei Samsung eigentlich immer relativ einfach. So, jetzt ist das Gerät startbereit. Ich schalte das hier an der Seite an und dann wollen wir gleich mal sehen, was das Handy zu leisten imstande ist. Die Kamera des Samsung Galaxy Note 3 Neo auf der Rückseite hat, wie gesagt, eine Auflösung von 8 Megapixeln, wird unterstützt hier vom LED-Blitz und von Autofokus selbstverständlich. Es gibt keine separate Auslösetaste, stattdessen startet man die Kamera hier mit diesem Symbol, mit dieser App. Ja, will jetzt gerade nicht, doch, da ist sie. So. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Jetzt könnte man ja denken, dass diese Kamera-App oder diese Funktion sich ein wenig unterscheidet, zumal wir hier noch mit Android 4.3 unterwegs sind. Das ist aber nicht so. Ich habe wirklich überhaupt gar keinen Unterschied feststellen können zur Kamera-App des größeren Bruders.
Beide Geräte sind, was die Kamera angeht, aus meiner Sicht völlig ausgereift. Wir haben hier beim Galaxy Note 3 Neo natürlich auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ich zeige das mal. Wie gesagt, maximal 8 Megapixel sind möglich. Dann haben wir hier die Videofunktion. Da mit dem Note 3 Neo können wir tatsächlich auch Full HD Videos drehen. Dann gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten. Das kennt man ja alles. Man kann hier alles Mögliche einstellen, Blitzlicht hinzuschalten, Weißabgleich vornehmen und so weiter und so fort. Wer das nicht möchte, diese einzelnen Funktionen einstellen, der kann auch sich hier aus verschiedenen Modi einen passenden Modus auswählen. Am häufigsten genutzt wird sicherlich der Automodus. Da muss man eigentlich gar nichts einstellen. Ist natürlich perfekt für Schnappschüsse. Es gibt aber auch, wie man hier sieht, ich will die jetzt nicht alle nennen, aber ich skippe hier einmal durch, halt unterschiedliche Modi, zum Beispiel für Sport, HDR, es gibt einen Panorama-Modus und so weiter und so fort. Da findet man eigentlich immer was, was gerade zu der jeweiligen Aufnahmesituation passt. Ja, man kann natürlich auch umschalten auf die Frontkamera. Ich mache das jetzt mal. Na, dann gibt es hier noch einen kleinen Hinweis, habe ich bisher noch nicht gemacht. Da sehen wir unseren Kameramann. Die Frontkamera hat, wie ich glaube ich schon sagte, 2 Megapixels, ist für Selfies also völlig ausreichend. Und ja, insgesamt geht die Qualität dieser 8-Megapixel-Kamera aus unserer Sicht völlig in Ordnung. Die Bilder, die wir mit dem Gerät hier geschossen haben, könnt ihr euch auf tariftipp.de in dem detaillierten Testbericht ansehen. Ich muss allerdings doch einschränkend sagen, dass die Bilder des Note 3, also des größeren Bruders wiederum, doch ein wenig schärfer und ein bisschen knackiger ausgefallen sind. Das soll aber nicht heißen, dass die Bilder hier des Note 3 Neo schlecht sind. Im Gegenteil, sind auch völlig in Ordnung. Musik hören geht natürlich auch mit dem Neo 3. Natürlich, wir haben ja auch, wie schon gesagt, ein mitgeliefertes Headset, was ich hier jetzt mal in die Kamera halte. Dieses Headset ist von der Qualität her ganz okay. Ist im Übrigen tatsächlich auch wieder das gleiche, identisch zum großen Bruder. Teil dieses Headsets ist auch dieser, ich weiß nicht, ob man das hier jetzt erkennen kann in der Kamera, diese Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung kann man halt Anrufe annehmen. Auf der Rückseite befindet sich auch ein kleines Mikro. Und man kann zwischen MP3s hin und her skippen. Ist also ganz praktisch, weil man so mit das Smartphone oder das Smartlet in der Tasche lassen kann und seine Musik genießen kann. Ja, als MP3-Player gibt es vorinstalliert Play Music von Google. Es gibt natürlich auch eine von Samsung eigens hergestellte MP3-Anwendung. Die schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen genauer an. Ja, im Grunde genommen sind das die üblichen Funktionen, die man bei so einem MP3-Player vorfindet. Ich schließe mal das Headset an, weil ich nochmal auf die Equalizer-Funktion eingehen möchte. Das mache ich jetzt mal hier bei Play Music. Gehe hier mal in den Bereich Einstellungen und da gibt es hier eben die Equalizer-Einstellung. Wie man das auch von anderen Smartphones aus dieser Preisklasse kennt, gibt es halt unterschiedliche Presets, die man seinen Hörgewohnheiten oder seinen Hörvorlieben hier anpassen kann. Man kann natürlich, wenn man möchte, den IQ auch manuell anpassen. Zusätzlich gibt es eine Bassverstärkung und einen Surround Sound. Das ist alles so, wie man es erwartet. Und der Klang, der Audioausgang, wenn man es eigentlich etwas genauer bezeichnen möchte, vom Neo 3 ist wirklich sehr gut. Das merkt man natürlich vor allem dann, wenn man etwas bessere Kopfhörer dort anschließt. Dann kann man tatsächlich noch eine ganze Menge rausholen aus diesem Gerät. Wir empfehlen sowieso generell bei jedem Smartphone-Kauf sich zu überlegen, ob man nicht nochmal 30, 40 Euro für einen vernünftigen Kopfhörer investieren möchte. Wenn man gerne Musik hört, ist das sicherlich eine sinnvolle Investition. Die internen Lautsprecher des Neo 3 sind auch identisch zu dem größeren Bruder. Wir wollen uns mal anhören, wie das Ganze klingt. Ich starte mal den MP3-Player und halte das dann mal ans Mikro. Ja, klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Ist sicherlich jetzt keine HiFi-Anlage, aber so, um mal nebenbei Musik zu hören, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Als Betriebssystem kommt beim Galaxy Note 3 Neo Android 4.3 zum Einsatz. Das ist halt eine etwas ältere Version. Bei dem neueren Modell wird mittlerweile schon die Version 4.4 ausgeliefert, also KitKat. Wann es hier ein Update geben wird auf KitKat, wissen wir nicht, aber wir haben schon gerüchteweise gehört, dass das nicht mehr lange auf sich warten wird, dieses Update. Eigentlich sollte es sogar schon im Ende Mai, Anfang Juni ausgeliefert werden. Aber was soll's, irgendwann wird es schon kommen
Und dann wird man eben auch in den Genuss der etwas moderneren Oberfläche kommen. Ja, zum Thema Internet gibt es bei diesen beiden Geräten auch keinen großen Unterschied. Beide können LTE der Kategorie 4, also sprich mit 150 Megabit pro Sekunde im Internet surfen. HSPA Plus geht natürlich auch bis 42,4 Megabit pro Sekunde. Wir haben wie immer einen kleinen Check gemacht mit Speedtest. Den will ich mal kurz zeigen bzw. die Ergebnisse einblenden. In diesem Falle ist es eine HSPA Plus Karte von im MD2-Netz, mit der wir getestet haben. Und wie man sieht, sind die Ergebnisse doch recht ordentlich. Wir haben hier Outdoor 21,2 Megabit pro Sekunde im Download geschafft, 2,4 etwa im Upload. Hier kann man vielleicht erkennen, das waren die Werte, die wir in unserem WLAN-Netz geschafft haben. Die waren undeutlich besser. Also das ist wirklich schon eine ganz souveräne Leistung. Indoor war das dann logischerweise ein bisschen langsamer. Da sind wir auf knapp 17 MB gekommen. Megabit pro Sekunde im Download und 2,2, 2,3 im Upload. Ja, das Surfen im Internet macht mit so einem großen Smartphone bzw. Smartline natürlich richtig Spaß. Ich will das mal hier anhand von Facebook zeigen. Hier auf tariftipp.de haben wir ja unterschiedliche Artikel. Klick hier mal irgendeinen an, beispielsweise diesen hier. Und dann wird halt der Browser aufgerufen. Das funktioniert alles wunderbar flüssig hier beim Note 3 Neo. Da habe ich tatsächlich keinen großen Unterschied feststellen können, obwohl natürlich eigentlich der Prozessor nicht ganz so potent ist. Trotzdem, wie man hier sieht, groß und klein und das Wechseln vom Querformat ins Hochformat, das funktioniert alles ganz wunderbar. Und mit diesem Gerät kann man, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut im Internet surfen. Die Empfangsqualität oder die allgemeine Telefonqualität des Neo 3 geht ebenfalls völlig in Ordnung. Hier unten kann man vielleicht noch das Mikro erkennen. Sowohl Indoor als auch Outdoor gab es keine Gesprächsabbrüche. Die Sprachqualität war völlig in Ordnung. Auch dort konnten wir also keine Unterschiede feststellen zum großen Bruder, dem Note 3. Benchmark-Test haben wir natürlich mit dem Neo 3 auch ausgeführt, wie immer mit AnTuTu. Hier sieht man, links ist das Neo, das kommt auf einen Wert von 31.353 Punkten. Das Note 3 dagegen mit 35.000 doch ein bisschen weiter vorne. Nichtsdestotrotz ist dieser Wert hier tatsächlich für so ein Gerät in dieser Preisklasse vor allem wirklich ganz hervorragend. Wir gehen mal wie immer kurz ins Ranking und schauen mal, wo sich das Note 3 Neo hier einsortiert. Knapp hinterm LG G2, aber noch vor dem Samsung Galaxy S4, sogar vor dem HTC One. Also, wie schon gesagt, dieses Gerät ist von der Leistung her völlig ausreichend aus unserer Sicht und hat auch im alltäglichen Betrieb eigentlich nie mit irgendwelchen Drucklern oder Ähnlichem genervt. Spielen kann man natürlich auch hervorragend mit diesem Smartlet. Wir haben jetzt hier mal ein Rennspiel installiert, und zwar Real Racing in der Version 3. Ich will mal schauen, dass ich das hier mal zum Starten bekomme, das Spiel. Dauert einen kleinen Moment, bis es geladen wird. So, wir fahren hier in Suzuka. Weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber die Auflösung ist doch schon ganz in Ordnung. Wie gesagt, HD-Auflösung. Das sieht natürlich alles auf dem Note 3 noch einen kleinen Ecken schicker aus, aber was soll's. Ich finde, das ist eigentlich völlig ausreichend. Ändere nochmal hier so ein bisschen die Kameraposition. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Macht schon echt Spaß. Wenn ich jetzt auch noch fahren könnte, wäre das wahrscheinlich auch für euch ein bisschen interessanter. Besser kann ich halt nicht fahren, deshalb lasse ich es mal. Aber wie gesagt, schlussendlich das Note 3 Neo, wunderbares Smartlet auch zum Spielen. Zu den Stärken und Schwächen möchte ich auch noch mal was sagen. Richtige Schwächen hat das Neo 3 eigentlich nicht. Es ist sicherlich, was das Display angeht, und auch zum Teil ein bisschen die CPU nicht ganz zu vergleichen mit dem Neo 3, aber wirklich von Schwäche zu sprechen fände ich übertrieben, weil die Kamera durchaus gute Bilder macht und auch die Performance völlig in Ordnung geht. Viel mehr Spaß macht es mir eigentlich, über die Stärken zu sprechen bei diesem Handy. Die hat es nämlich tatsächlich, und zwar vor allem natürlich, was den Preis angeht. Dieses Gerät kostet derzeit etwa 320, 330 Euro. Ist also mal locker 200 Euro günstiger als das größere Modell. Aber nicht nur das, sondern es gibt noch eine andere Stärke dieses Gerätes, die ich nochmal explizit hervorheben möchte, und zwar ist das der Akku.
Der Akku hat halt bei uns zu Laufzeiten von über 10 Stunden bei voller Nutzung geführt. Und das ist wirklich ein super Wert. Und im Alltag, muss man ganz ehrlich sagen, ist es doch sehr, sehr hilfreich, wenn man das Gerät nicht wirklich jeden Abend an der Steckdose anschließen muss. Kommen wir auch noch kurz zu zu der Zielgruppe und zu den Wettbewerbern des Samsung Galaxy Note 3 Neo. Zielgruppe ist, obwohl das Handy so günstig ist, denke ich schon Nutzer von Oberklassen-Smartphones. Als Wettbewerber fällt mir jetzt als spontan ein das LG G Pro Lite. Das ist auch ein Smartlet mit 5,5 Zoll Display. Ist aber noch ein bisschen günstiger, kostet derzeit nur so etwa 260 Euro, glaube ich. Ist aber von den Leistungswerten her auch nicht wirklich mit dem Note 3 Neo zu vergleichen. Da ist das Note 3 Neo noch ein bisschen besser. Weiterer Wettbewerber wäre vielleicht noch das HTC Desire 816. Das gibt es derzeit für etwa 300 bis 350 Euro, auch ein 5,5 Zoll Smartlet. Und von der Leistung her vielleicht eher noch mit diesem Note 3 Neo zu vergleichen. Das war der Test des Samsung Galaxy Note 3 Neo. Einen ausführlichen Testbericht findet ihr natürlich demnächst wieder auf tariftipp.de. Da könnt ihr euch nochmal die Details anschauen und auch direkt einen Vergleich zu den technischen Daten des Samsung Galaxy Note 3 vornehmen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen was gelernt bei diesem Video. Und wir freuen uns wie immer über eure Kommentare hier bei YouTube oder auch bei Facebook. Wünschen euch noch viel Spaß und freuen uns, euch demnächst wieder hier bei uns bei tariftipp.de begrüßen zu dürfen.